So Leute, Aufnahme, die dritte. Ja, wie ihr hört, habe ich schon dreimal versucht, weil ich es immer wieder verkackt habe. Aber volle Konzentration jetzt. So, fangen wir an. Wir brauchen einmal Sprite-Kräfte und einmal ein Foto. Foto könnt ihr auswählen. Das ist egal, was. Ne? Wenn es sein muss, könnt ihr auch das Hintergrund-Desktop-Bild nehmen. Scheißegal. Sprite-Kraft. Gebe ich euch wieder einen Link. Dann kommt das Bild so. Ihr drückt hier einfach oben auf Download. Ladet den ganzen Spaß runter. Zieht es hier rein. Und tut die Sachen dann einfach hier entpacken. Das heißt, wenn wir jetzt den ganzen Spaß mal hier einfach jetzt hier gucken. Ist das noch da? Ja, guck. Ihr habt einmal hier die ZIP-Datei. Ihr müsst einfach nur die ZIP-Datei einmal entpacken und das war's. Einfach hier entpacken. Dann kommen so 3-4 Fotos von hier, also 3-4 Dateien. Und da ist einmal diese Datei dabei. So, der ganze Spaß müsst ihr einfach mal öffnen. Fürs Erste. Dann seht ihr schon mal, wenn das so funktioniert, ist alles wunderbar. So, wir haben jetzt hier ein Foto. Ihr müsst ja immer gucken, was für Karten ihr haben möchtet. Ihr könnt eine 1er Karte haben, ihr könnt eine 2er, eine 3er, eine 4er, eine 5er, eine 6er, eine 7er. So, was ihr auch immer wollt. Und die müsst ihr auch anpassen. Ne? Das heißt, eine Karte ist 128 mal 128 Blöcke groß. So, wir sehen hier einmal dieses Bild. Wir nehmen jetzt dieses Bild und tun das jetzt versuchen so einzustellen, dass es genau in eine Karte reinpasst. Jetzt machen wir das alles mal ein bisschen größer. Wir gehen jetzt einmal hier drauf, gehen dann einmal auf Paint und öffnen einmal das Bild hier. Gehen hier oben auf Größe ändern und geben hier einfach mal die 128 ein und schauen, was passiert. Und ihr seht, hier kommt jetzt 72 raus. Und das ist das kleine Problem. Das Bild ist dann von dem Durchmaß nicht richtig gut. Das heißt, es passt nicht auf eine 1er Karte. Was es passen kann, ist, wenn ihr genau rechnen wollt, einfach die 128 mal die 4 nehmen, mal 2. Ne? Kann jeder im Kopf rechnen, sind 256. Aber wenn ihr nochmal sicher gehen wollt, weil wenn ihr alles fertig habt, merkt, shit, ich habe mich um eine Zahl vertan, rechnet hier einfach mal durch, so, upsa, habt ihr die Zahl gesehen? Das wäre hart. 128 mal 2 ist einmal 256. Das heißt, ihr gebt jetzt hier einfach mal die 256 ein und ihr seht, die Zahlen funktioniert nicht. Wenn wir jetzt auf OK klicken, sieht diese Karte theoretisch so aus. Theoretisch. So, und jetzt haben wir ja gesehen, wir haben 144. Wir könnten jetzt eine 2x1er Karte theoretisch daraus schaffen. Ne, wir können ja sagen, gut, wir haben jetzt eine 2x breit und aber nur 1x hoch. Das heißt, wir könnten hier theoretisch mal aus Juxendollerei, müssen hier das umändern, die 256 hier lassen, die 128 nehmen und gucken, wie es aussieht. Und ihr seht, das sieht nicht gequetscht aus. Wir haben das aber jetzt so gemacht, dass wir das Ganze auf eine 2er-Karte klatschen können. Das heißt, 2 Karten nebeneinander. Und da müssen wir ein bisschen rumspielen. Manchmal funktioniert das von der Größe hier einfach nicht, von den Bildern, das alles auf eine Karte zu machen. Da müsst ihr halt rumspielen ein bisschen. Da müsst ihr halt in Google, ihr könnt wie gesagt jedes Bild nehmen, da schon mal ungefähr gucken, die Größe, wie groß ist das Bild. Und da müsst ihr halt ein bisschen rumspielen. Ich mache das jetzt alles auf eine 2er-Karte im Prinzip. So, wenn wir das gemacht haben, müssen wir einfach nur noch hier auf Speichern klicken. Und wir haben jetzt unsere theoretische Karte fertig, was wir bauen können. Ihr seht, die passt wunderbar. Das sieht nicht gequetscht auch aus, obwohl wir das jetzt einen Ticken schmaler gemacht haben. Wir sehen hier eigentlich keinen Unterschied. So, wir gehen jetzt hier auf Spritecraft. Öffnen das Ganze und müssen jetzt hier unten einmal das gleiche eingeben. Wenn hier Dinge, die bei Haken drin sind, müsst ihr die rausmachen. Jetzt geben wir einfach die 256 mal die 128. So, gehen hier auf Browser, gehen auf Desktop und hier haben wir dann die Datei, öffne das und dann ist es hier drin. So, jetzt haben wir halt die Möglichkeit durch diese Option hier einzustellen, was wir haben möchten. Um die Schematika flach zu machen, müsst ihr Top Reef machen und nicht Side Reef, weil dann ist es so hoch geklappt, theoretisch wie so ein normales Gebäude. Und hier tut ihr das auf dem Boden machen. Hier müsst ihr auf Auto stellen und hier könnt ihr auswählen, was für Blöcke ihr verwenden wollt. Ob ihr einzelne Blöcke haben wollt oder halt hier könnt ihr sagen, okay, ich möchte nur die Steine haben und nur Holz haben.
Bricks und Stone. Oder ihr wählt selbst aus. Ihr könnt auch hier nur Wolle wählen. Ihr könnt aber auch hier nur Clay wählen. Ich glaube, die Terrakotta, also das Keramik, das verzierte Keramik, glaube ich, gibt es nicht auf der 1.89. Also zumindest auf Creature Games. Da müsst ihr einfach nur die Häkchen rausmachen. Und dann habt ihr den normalen Clay drin. Also eine normale Terrakotta, auch Clay Block. Ihr könnt hier auch hier sagen Concrete. Ich glaube Concrete. Was war das gewesen? Concrete, Powder, Clay. Das ist, glaube ich, Ton. Ton existiert noch nicht. Und hier habt ihr nochmal alles. Wie gesagt, ihr habt verschiedene Blöcke. Ihr könnt Bedrock benutzen, Comment Blöcke benutzen, alles. Eine Obsidian, Netherbrick. Diamond, Diorit, ihr könnt selbst auswählen. In der Regel nehme ich immer Wolle und guckt mir das als erstes an. Ihr müsst einfach nur hier oben auf X klicken, dann habt ihr Wolle ausgewählt, drückt einmal hier drauf und ihr seht, so könnte das Bild aussehen. Ihr seht, das sieht ein bisschen komisch hier oben aus. Aber nichtsdestotrotz, das könnt ihr eigentlich alles davor arbeiten. Aber ihr seht ja, das Bild ist ja selbst so. Wenn ihr ein normales YouTube-Bild nehmen würde, wäre das Problem nicht da. Ne, aber es ist ja kein Problem, ihr könnt ja hier mit, machen wir gleich mal, wir haben jetzt das Bild theoretisch fertig, so sieht es jetzt aus. Wir könnten jetzt noch jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt den Ton rein und machen jetzt halt hier den der verzierte Ton weg. Machen wir den einfach mal raus, als wenn der nicht existieren würde. Wie gesagt, ihr könnt auswählen, was ihr wollt, und wenn ihr sagt, nein, ich möchte nur die besten Materialien verwenden, dann viel Spaß, dann könnt ihr das auch machen. So, jetzt benutzen wir das mal und ihr seht, das Bild sieht jetzt nicht wesentlich anders aus, weil das Bild einfach nicht mehr rausgibt. Ne? So, das heißt, wir können jetzt nichts daran ändern. Das heißt, wir können aber auch hier dann den ganzen Tonquatsch komplett rausnehmen. So, wir haben das jetzt beendet. Wir haben jetzt einmal hier das Bild. Das sieht leider Gottes so aus, da kannst du nichts machen. Das liegt einfach an dem Bild selbst. Würden wir jetzt ein richtiges YouTube-Zeichen nehmen, wäre das einfach perfekt rot. Aber das Bild ist halt einfach auch gezeichnet. Ne? Das ist ja nicht ein normales erstelltes Bild. Und hier haben wir jetzt einmal hier die Möglichkeit Shape Schematica. Und hier gibt ihr jetzt halt einfach ein, sagen wir mal, ihr habt einen Auftragskunde. Dann gebe ich jetzt einfach mal Test. Speichern das. So, dann haben wir hier einmal Test. Das heißt, wir können jetzt alles schließen. Die Schematica ist da. Wir müssen jetzt einmal hier rein, auf App Data wieder drücken, dann auf Roaming, auf Punkt Minecraft. Und dann müssen wir jetzt halt nicht das Ding in die Schematica einfügen, sondern in die Config. Das heißt, wenn ihr eigentlich schon World Edit drauf gemacht habt oder ihr seid gerade dabei, World Edit drauf zu machen, einmal kurz bitte Spiel starten, komplett reingehen, komplett wieder rausgehen und dann in die Config reingehen, dann habt ihr nämlich hier dieses extra Ordner World Edit. Dann öffnet ihr World Edit und dann müsst ihr eine Sache machen. Ihr müsst einen Ordner selbst erstellen mit dem Namen Schematica. Einfach hier auf Neu, Ordner hinzufügen und einfach nur Schematics oder Schematics eingeben. Mehr müsst ihr nicht tun. Wenn ihr das getan habt, so machen wir nein, so, wenn ihr das getan habt, Ordner öffnen und einfach hier die Schematica einfügen und fertig. Somit haben wir das ganze Ding jetzt hier auf dem Rechner. So, jetzt gehen wir kurz auf Verbindung trennen. Abbrechen, Einzelspielermodus, Video. Jetzt gehen wir kurz mal da rein. So, und jetzt kommt diese Besonderheit, was ich euch mal gesagt habe. Ihr seht hier immer noch das Bild, das habe ich nicht rausgelöscht. So, wenn ihr World Edit drauf habt, auf die Picke unten gehen oder auf die Axt, holt die Holzaxt raus. So, sagen wir mal, ihr habt jetzt halt hier auch jetzt zum Beispiel, gehen wir nochmal die ganzen Befehle kurz ein bisschen durch. Das ist ja nicht viel. Ihr habt noch das alte Bild da, ihr habt es nicht weggemacht, dann könnt ihr einfach hier jetzt an die Kante gehen. Drückt hier drauf, fliegt ganz schnell auf die andere Seite. Wenn ihr ein größeres Bild habt, ändert es nicht. Das heißt damit, dass ihr dann langsamer seid, weil ihr irgendwo an einen gewissen Punkt müsst. Gebt einfach einen Schrägstrich Game Mode Spectator und dann könnt ihr schneller fliegen, wenn ihr die Mausraste nach vorne dreht. Und dann fliegt ihr schneller. Das ist wie bei Abge, wenn er 5 Speed eingibt oder so. So, jetzt haben wir den Bereich wieder markiert. Einmal hinten mit der linken Maustaste, hier mit der rechten Maustaste. Schreiben Schrägstrich Cut und der ganze Quatsch verpisst sich und verschwindet sich jetzt. So, jetzt kommt diese Besonderheit. Wir müssen hier einmal das Bild, was wir haben, laden. Das heißt Schrägstrich, Schrägstrich, Shem, Load, Test.
kommt unten Test laut Pace if with, paste, dann haben wir es richtig gemacht. Dann hat alles wunderbar funktioniert. Aber vergisst nicht, das Bild ist falsch rum. Das heißt, wir müssen jetzt eingeben, Schrägstrich, Schrägstrich, Rotate 90, einfach nur 90, das heißt dann 90 Grad. Das müssen wir einmal machen, zweimal machen und das Bild ist perfekt. Das heißt, dann geben wir das einmal so oben, Schrägstrich, Schrägstrich, Paste. So, und das Bild ist hier. Ihr seht, hier ist es. So. Hier haben wir jetzt eigentlich das ganze Bild und so würde das aussehen. Wir haben ja einmal hier das. So, jetzt haben wir theoretisch das Bild schon drin. Jetzt müssen wir das aber noch ein bisschen bearbeiten. Habt ihr Wolle, müssen wir das so machen, wie wir das letztens gemacht haben, die Wolle zu Teppich machen, dass ihr das einfach leichter und besser abreißen könnt. Sonst, wie gesagt, braucht ihr ja einen Haufen Materialien, um die ganzen Blöcke wieder abzuschlagen. Es sind halt mal einfach jetzt 32.000 Blöcke, was dann weggemacht werden müsst. Und ihr habt ja bestimmt keinen Bock, jeden einzelnen Block hier wegzuballern. Deswegen machen wir die immer zu Teppich, um das schneller wegzubekommen. So, das heißt, wir machen Schrägstrich, Schrägstrich, Replace. Geben jetzt die 35, Doppelpunkt 0 zu 171, Doppelpunkt 0. Und ihr seht, jetzt wird schon mal das Weiße zu Teppich. Hier haben wir jetzt halt einmal Rosé. Das ist einmal die Nummer 6. Das heißt, wir tun jetzt hinter dem Doppelpunkt nur die letzte Zahl ändern, weil das ist nämlich die Farb-ID. Und dann machen wir das hier nämlich auch. Hier haben wir die 14. Machen wir die 6 weg und machen jetzt die 14 hin. Und jetzt halt machen wir das alles so nach und nach zu Teppich. Es gibt ein anderes Programm, da kann man das irgendwie direkt zu Teppich machen. Ich benutze das nicht, weil ich eigentlich, wie gesagt, schon mit dem ganz gut unterwegs bin. Mir gefällt es hier, ich verstehe das, alles ist gut. Natürlich habe ich da ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür bin ich aber auch zu 100% sicher, dass es funktioniert. So, jetzt machen wir hier nochmal die 12 hin und so tut mir jetzt einfach ändern. Wenn ihr wissen wollt, wie man hier die Sachen rauskopiert, ihr müsst einfach nur, also bei euch müsste das die mittlere Maustaste sein, wo ihr drücken müsst. Ich habe das nur umgeändert, weil meine mittlere Maustaste ab und zu spinnt und dann nicht so will, wie ich das gerne haben möchte. Und deswegen habe ich es einfach auf R gedrückt, weil theoretisch benutzen wir auch nirgendwo R und es geht einfach schneller, weil dann brauche ich nämlich die Maus kaum zu bewegen. Und wenn ich hier mache und kann halt mich besser zurechtfinden. Man muss sich das ja alles ein bisschen einfacher machen. Ne? So, so wie es aussieht, haben wir jetzt halt alle Blöcke fertig. Jetzt haben wir das, was wir haben wollen. So, und jetzt kommt die Besonderheit Schematica. Wenn ihr das alles vorher in einem Video gemacht habt, wie ich euch gesagt habe, könnt ihr aber jetzt das Ganze auch nochmal jetzt sofort ausmessen. Das heißt, wir müssen auf diese Länge einmal eine 128 stehen haben. Wir drücken jetzt einmal, wenn ihr einmal markiert habt, müsst ihr einmal hier nochmal markieren und jetzt halt einmal hier mit Linksklick markieren. Dann habt ihr die First Position. Und dann fliegen wir jetzt einfach mal aus Juxendollerei bis nach da hinten ab. So, und da müsste eigentlich hier jetzt die 128 stehen. Und ihr seht, im Chat hier unten steht 128, das ist jetzt halt die tatsächliche Größe. So, jetzt wissen wir, dass das auf jeden Fall passt. Das ist eine Karte. Jetzt müssen wir einmal hier markieren mit der linken Maustaste und fliegen jetzt halt einfach mal ungefähr bis zur Mitte. Ich sag mal, das müsste jetzt hier sein. Schauen wir mal. Und 115, fast. Das ist so ein kleines Spiel, was ich mache, weil das nämlich echt ätzend ist irgendwann, wenn du da so eine riesen Karte hast. So, hier ist einmal die 128. Hier, genau hier. Ihr könnt es noch einmal markieren. So, hier wissen wir, hier ist die 128. Wenn ihr Schematica drauf habt und das funktioniert, müsst ihr einfach jetzt nur J drücken. Den roten Punkt auswählen. Oh, und ihr seht, scheiße, da ist nichts. Ganz einfach, hier unten müsst ihr einfach von Off auf On stellen. Und jetzt habt ihr hier den roten Punkt. Aber der rote Punkt muss jetzt genau hier, genau unter dieser Wolle, Block oder Wolle, Teppich, was wir hingesetzt haben. Das heißt, ihr spielt jetzt hier mit rum. Ihr seht, hier können wir das hin und her schieben. So, und jetzt haben wir das ganze Ding hier schon drin. Jetzt können wir das hier wegschlagen. Hier noch einmal markieren. Das heißt, ich sehe da jetzt gleich warum. Jetzt haben wir hier schon mal diesen Punkt hier markiert, fliegen jetzt in die gegengesetzte Richtung wieder und setzen jetzt da hinten den nächsten Punkt hin. Und markieren das Ganze hier nochmal. So, und jetzt setzen wir hier einfach den blauen Punkt hin. Wenn ihr euch hier reinstellt, zu dem, also das heißt immer direkt gegenüber, tut ihr immer den Punkt da hinsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt jetzt hier hin verschiebe und ich sage, okay, ich möchte jetzt einen neuen Punkt auswählen, ihr seht, er wandert dann direkt hier hin. So, jetzt haben wir
einmal eine 128 x 128 große Karte ausgewählt. Das hier ist jetzt ein Kartenstück. Und das tun wir jetzt speichern. Jetzt nennen wir das einfach mal Testpunkt 1. Das ist jetzt zum Beispiel die Nummer 1. Drücken auf Speichern. Und jetzt erscheint hier im Chat, 81 Chunks werden in Test Schematica gespeichert. Schematica wurde erfolgreich gespeichert. So, und jetzt schreiben wir einfach Schrägstrich, Schrägstrich, Cut. Und dann ist dieses Abteil, was wir hingesetzt haben, wieder weg. Dann wisst ihr ganz genau, okay, ihr kommt nicht aus dem Konzept. Und das Ding ist weg, weil ihr braucht es ja sowieso nicht mehr. So. Hier machen wir jetzt genau das gleiche. Hier setzen wir, ihr seht, ich stelle mich jetzt hier hin, drücke jetzt auf roter Punkt und der kommt genau dahin. Wenn ich jetzt halt hier hingucken würde, würde der Punkt hier hingehen. Das geht immer genau gegenüber von euch, immer schräg gegenüber von euch. So, hier setzen wir jetzt in einen Punkt, um das nochmal abzumessen, machen wir nochmal sicherheitshalber wieder einen Test, weil man kann sich schnell vertun und dann habt ihr den Mist. So, und jetzt müsste hier auch 128 stehen. Und ihr seht im Chat unten 128. So, jetzt fliegen wir hier rüber. So, markieren uns jetzt nochmal hier das Ganze. Jetzt machen wir kurz noch schnell hin. Hell. So, gehen jetzt hier hin. Drücken wieder J. Blau. Und fertig. Aufpassen, das habe ich euch vergessen zu sagen. Wenn das so aussieht, stimmt das nicht. Dann seid ihr einen Ticken zu hoch. Da muss immer direkt auf der Fläche liegen, was ihr haben möchtet. Also genau so. Es ist ein Block, dieser blaue Kasten hier. Und jetzt haben wir wieder ein Abteil. Ich markiere das nochmal. Ups. Ich markiere das jetzt nochmal, weil ich es hier abreißen und wieder weghaben möchte. So. Jetzt haben wir das abgesteckt. Jetzt geben wir hier wieder einen Test. Punkt 2. Das heißt, ihr wisst... Ihr könnt auch Nummer 2 hinschreiben, aber irgendwann werdet, deswegen tue ich immer den Namen nehmen vom Auftraggeber oder ich schreibe dann hin, was es ist. Zum Beispiel, jetzt könnt ihr auch hier hinschreiben können, YouTube 2 oder so. So, jetzt machen wir Schrägstrich Cut. Oh, ich habe vergessen zu markieren. Einen Moment. Jetzt gehen wir kurz hier hin. Markieren uns das Ganze. Und jetzt ist es verschwunden. So. Jetzt könnt ihr einmal den Test machen, ob die Schematica so abgespeichert habt, wie ihr das haben möchtet. Das heißt, wir gehen jetzt auf H, ich habe hier schon Sachen drin, Test 1 und setzen jetzt es hin und schauen einfach mal, ob er das gemacht hat, was er machen soll. So, und er macht es. So, das heißt, egal welche Karte ihr jetzt macht, die ist immer richtig rum. Das heißt, ihr müsst euch nur noch... Wenn jetzt zum Beispiel das Kartenplot ist, zum Beispiel so sieht euer Kartenplot aus, genau diese Abteilung, müsst ihr immer auf diesen Punkt hier. Ihr müsst halt mal testen. Ich finde, wenn ich das mache, setze ich immer einen Block hin und mache mal aus Spaß so ein Foto. Und sehe mir an, wo das auftaucht. Ob die, warte mal, schon mal eine Karte raus, das ist glaube ich einfacher. Und ihr seht nämlich jetzt, wenn ich jetzt ein Foto mache, ich bin nicht im Chunk. Ah doch, ich bin im Chunk. Ich bin mittendrin. Sogar, ihr seht es ja, hier bin ich. Und hier habe ich einen Block hingesetzt. Wenn ich ihn jetzt abschlagen würde, verschwindet jetzt der Block, was ich hier hingesetzt habe. Ne, dadurch, dass hier nichts ist, ist es vollkommen klar. Deswegen zeige ich euch im nächsten Video einmal das Programm, was ich hatte. Wenn die so aussehen, sind die immer richtig rum und ihr müsst es eigentlich nur noch hinplacen. Und dann, nehme ich jetzt ein zweites Kartenblatt und dann zeige ich euch tatsächlich, wie das so richtig funktioniert, wie ihr das richtig da reinfügt und anfängt zu bauen. Aber somit habt ihr jetzt gesagt, Schematica funktioniert. Alles funktioniert. Wenn ihr merkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist da komisch, könnt ihr das ganz einfach lösen. Ihr geht jetzt einfach nur auf Schrägstrich, Schrägstrich Undo, weil ihr versehentlich euch vielleicht vertan habt mit dem Ausmessen und ihr möchtet nochmal zurück, macht ihr einfach Schrägstrich, Schrägstrich Undo und die Karte kommt wieder komplett zurück. Ne, jetzt muss ich nochmal machen, Undo, so. Und jetzt ist die komplette Karte wieder da. Wenn ihr jetzt nochmal alles abgeht, um zu gucken, ob ihr richtige Zahlen verwendet habt und euch nicht irgendwie verzählt habt oder so, gebt ihr jetzt einfach wieder Schrägstrich Redo ein. Dann geht es wieder dahin, wo es hingehört. Weg. Also mehr ist es jetzt nicht drauf zu achten. Ihr habt jetzt gesehen, wie das funktioniert. Es kommt jetzt, glaube ich, noch ein Video. Dann zeige ich euch dieses Ding hier. Und dann zeige ich euch mal bei Creeper Games auf dem Server, wie wir das einfügen, auf was wir achten müssen, dass ihr auch perfekt und das richtig rum machen müsst. Ne? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Ja, Klappe die dritte ist jetzt abgeschlossen, hat wunderbar funktioniert diesmal. Und ja, dann würde ich mal sagen, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, bis dann, ciao, ciao.